So, wir sind in Halle 22 angekommen bei Schenker Notebook, hier in der Gaming-Halle. Und warum habt ihr euch gerade die Gaming-Halle ausgesucht? Ja, weil hier unser Zielpublikum ist. Also das heißt, wir sind ja nun inzwischen, denke ich mal, ein bisschen bekannt schon für High-End-Gaming-Notebooks. Ein guter Partner von Intel. Intel sponsert hier diese Halle und haben uns halt die Möglichkeit gegeben, dass wir hier unsere High-End-Gaming-Notebooks ausstellen können. Apropos Notebooks, haben wir gleich hier ein interessantes Modell da. Genau. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Genau, das ist jetzt das erste Mal auf der Messe. Das ist jetzt hier theoretisch noch ein Sample, aber ein voll funktionsfähiges Sample. Da ist als Neuheit, das ist jetzt ein 16:9 Format, das Display. Das heißt, eins der ersten Modelle, die wir im 16:9 Format vorstellen. Wird ein Gerät sein im Medium-Preissegment, das heißt um die 1000 Euro schon mit einer sehr guten Konfiguration, mit auch vor allem einer sehr leistungsstarken Grafikkarte. Und zwar bauen wir hier die ATI HD 4650 ein, hat die bisher, sagen wir mal, in dem Preissegment beste Grafikkarte, die 96 MGT, deutlich geschlagen, mit doch um die 2000 Punkte mehr im 3D Mark 06. Denke ich, wird ein interessantes Produkt, wird ab April im Shop verfügbar sein, frei konfigurierbar, wie alle unsere Geräte. Und wie gesagt, 1000 Euro ungefähr, eine ordentliche Konfiguration, da durchaus möglich. Also. Ja, ein Stückchen weiter sehen wir das erfolgreiche 15 Zoll Gamer Notebook, genau. XMG 5. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Ja. Was gibt es hier für spannende Neuigkeiten? Also, spannendste Neuigkeit, die wir jetzt hier auch schon zeigen können, ist, dass das Gerät jetzt Quad-Core-Unterstützung hat. Das heißt, ein 15,4er-Gerät mit einer Mobile-Quad-Core-CPU. Zweite Neuigkeit, die wir allerdings leider noch nicht zeigen können, aber die demnächst kommt, die wir im April mit anbieten werden, dass wir das Gerät mit der gerade neu vorgestellten neuen NVIDIA High-End-Mobile-Grafikkarte ausstatten, und zwar mit der 260 GTX 260M. Wo wird sich, also jetzt mit in die Konfiguration Q9100, GTX 160M, wo wird sich das so preislich einordnen? Könnt ihr da schon was sagen? Kann ich eigentlich noch nicht sagen, weil ich die Preise für die Grafikkarte noch nicht so genau weiß, muss ich ehrlich sagen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es im Bereich zwischen 1500 und 1700 Euro liegen wird. So. Wann kann man das Notebook in der Konfiguration erwerben? Also mit dem Q91 gibt es das schon. Dann halt mit der momentan noch aktuellen Grafikkarte, mit der 9800M GTS. Mit der 260M denke ich mal, dass wir es im Laufe des April, also eigentlich wurde von NVIDIA gesagt Anfang April, ich bin noch ein bisschen vorsichtig mit Versprechungen, aber ich hoffe, dass es im April kommt, dass wir es im April damit anbieten können. Ja, interessante Neuigkeiten von Schenker in Halle 22.